Ich sehe, wo die Sonne scheint, nämlich in der Richtung. Deswegen tue ich das Teil Richtung Süden. Dann schnappe ich mir da Klebebandel. Pick mir das fest. Ja. Und in der Hoffnung, dass morgen Vormittag Schönwetter ist, mache ich da weiter. Jedenfalls kann sich das Blattl da nicht mehr bewegen. So, ich brauche jetzt eigentlich nur mehr schauen, bis da der Schatten oder dort der Lichtspitz einen von diesen Kreisbögen da berührt. Und dann markiere ich mir das da. Den habe ich gerade verpasst. Der kommt bald. Muss man halt immer wieder da her schauen. Und die Dixo-Streifen da, die liegen jetzt daran, dass mein Kauter probiert hat, das da wegzureißen. Naja. Wird schon werden. Und ich muss halt dann am Nachmittag den Punkt erwischen, dass der Schatten dann wieder genau diesen Kreisbogen da berührt. Ich werde es jetzt einfach stündlich machen und immer wieder da Markierungen machen. So, ich werde also jetzt. So, Markierung gemacht. So, dann, jetzt haben wir es dann gleich geschafft. Da kommt man dann her. Ja. Gefühlsmäßig liegen die jetzt alle auf einer Linie, gell? Genau. Muss es so sein. Und die zwei sind da auch parallel dazu. Passt. Jetzt lasse ich die Sonne ein bisschen auf Zeiten gehen, bis mir der Schatten da wegwandert und dann machen wir da weiter. Und dann wissen wir gleich, wo Süden ist. So, da, jetzt haben wir da also unsere Markierungen. Immer auf dem entsprechenden Kreis. Jetzt können wir das da wieder umklappen. Natürlich immer leichter. Schritt Nummer 1. Ich verbinde das einmal. Naja, und jetzt mache ich. Ich könnte Streckensymmetrale machen mit dem Zirkel, aber wollen wir das nicht so kompliziert machen. Ich habe da bei unserer Geodreiecke da diese Mittellinie. Und damit mache ich einfach einen rechten Winkel. Also mache ich einfach eine normale auf diese Strecke. Und zwar durch den Mittelpunkt. Verschiebe das Dreieck, so passt's. Das ist also meine Südrichtung. Und jetzt habe ich da ein langes Lineal. Das lege ich mir da her. Und markieren wir das jetzt da und da einfach mit einem Klebestreifen. Das passt gut. Das sollte eigentlich reichen. Da ist also meine Südrichtung. Das werden wir noch in der nächsten Zeit einmal testen. Mit einem Kompass oder mit einer Sonnenuhr. Passt! Sodala! Jetzt habe ich wieder mit Sodala angefangen. Hallo,
Klingt komisch bei mir. Was wir heute machen, das passt zu ganz vielen Fächern. Sagen wir mal Mathematik, geometrisches Zeichnen, bildnerische Erziehung. Jetzt habe ich es vergessen.